gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste still. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß. Nicht bereit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Herr, der du deine Kraft verheißt, füll uns mit dem Geist, lass sie neu durch unser Leben gehen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben, Großes wird groß. Gestalten uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Wo man ohne Hoffnung lebt und keine Hilfe sieht und wo man nach der Freiheit strebt, sich doch vergebens müht, da wo die Augen hungrig sind, Herzen nach Liebe schreien. Wo man die Not verborgen hält und man nur heimlich weiß.
denn jede Nacht und jeden Tag willst du herbei uns sein, was immer uns begegnen mag. Nie sind wir hier allein, bis an das Ende dieser Welt lädst du die Menschen ein. Morgen alle zusammen, auch von meiner Seite her. Das biblische Ereignis, das wir heute gemeinsam betrachten werden, hat mich in den vergangenen Monaten öfters begleitet. Es hat mir aufgeholfen und mir immer wieder Kraft, Motivation und eine Richtlinie gegeben. In Tagen oder Phasen, wo ich mich seelisch sehr müde und alleine fühlte und manchmal keine Kraft hatte, überhaupt aufstehen zu wollen. Wo sich Gedanken überschlugen und ich keine Lust hatte, den Tag zu konfrontieren und ich mich wie gelähmt fühlte. Dieses biblische Ereignis hat mir geholfen, den Blick auf Jesus zu richten. Und ich hoffe und bete, dass es für euch auch so sein wird. Ich habe von Glaubensgeschwistern gehört, dass ein Kind Gottes nicht so Gedanken haben darf. Er darf nicht niedergeschlagen sein und er darf schon gar nicht eine der verschiedenen Phasen einer Depression durchlaufen. Er darf keine seelischen Schwächen und Krankheiten haben. Es ist wahr, dass die Früchte des Geistes unter anderem Freude und Friede sind.
Aber das bedeutet nicht, dass ein Kind Gottes nicht überfordert vom Leben sein kann. In Wirklichkeit müssen auch wir mit den Tragödien und den Schwierigkeiten des Lebens zurechtkommen, die uns manchmal so überfordern, dass wir nicht mehr weiter wissen und keine Kraft, Weisheit und Lust haben, sie zu konfrontieren. Auch wir sind nur Menschen, die körperliche Krankheiten erleiden, so wie auch seelische. Männer Gottes wie Mose, Elia, David, Luther und Spurgeon, große Männer des Glaubens, nur um einige wenige zu nennen, die wir vielleicht kennen, litten unter Depressionen. Ich habe Männer aufgelistet, weil in der Regel es so ist, dass es für Männer schwieriger ist, darüber zu sprechen als für Frauen. Und ich glaube, es ist eine Frage des menschlichen Stolzes, des männlichen Stolzes. Wir wollen keine Schwächen zugeben, vor allem als Christ, und weigern uns deshalb, über diese Gefühle der Niedergeschlagenheit und Verzweiflung zu sprechen. Aber es gibt Zeiten, in denen unsere Seele verzweifelt sein kann und vom Evangelium aufgeholfen werden muss. Dieses Aufhelfen kann manchmal sofort passieren, aber es kann auch manchmal über Monate oder sogar über Jahre hinweg dauern. Es gibt auch physische Faktoren, die in einer seelischen Verzweiflung mit einfließen. Um aus diesen verschiedenen schweren Graden der seelischen Verzweiflung herauszukommen, könnte man verschiedene Hilfen benötigen. Wenn es nötig ist, sollten wir uns nicht scheuen, fachliche Hilfe anzunehmen. Aber vor allem sollten wir mal darüber sprechen. Und man soll nicht sich darüber schämen oder sich immer mehr zurückziehen. Sondern wir sollten offen mit Menschen darüber sprechen, denen man vertraut. Und vor allem mit Jesus. Durch das Gebet und dem Lesen in seinem Wort. Und mit diesen Hilfsangeboten kann man Gottes Hilfe erfahren. Vielleicht sind wir aber auch schon an den Punkt gelangt, dass wir keine Kraft mehr haben, in der Bibel zu lesen und mit Gott zu reden. Denn wir denken, ich habe es gar nicht verdient, mit Gott zu reden. Er hört mir auch nicht mehr wirklich zu. Und sein Wort sagt mir auch irgendwie nichts mehr. Vielleicht zweifelt man sogar an seiner Vergebung. Aber das ist oft ein normaler Verlauf einer seelischen Erkrankung. Aber ich möchte euch eins sagen, dass Gott größer ist als unser Glaube und dass Gott größer ist als alle unsere Zweifel. Gott ist auch größer als alles Leid und als alle Schwierigkeiten. Wenn wir das Gefühl haben, wir können uns nicht mehr an Gott herannahen und an ihn uns festhalten, müssen wir doch wissen, dass er uns nahe ist und dass er uns immer festhält. Von seiner Liebe kann uns nichts trennen. Gott ist nicht abhängig davon, ob ich Kraft habe, ihm vollständig zu vertrauen. Nach dem Motto, erst muss ich ein Glaubensheld sein, dann ist Gott für mich da. Erst muss ich stark sein im Glauben, dann ist Gott bei mir. Und wenn ich schwächle im Glauben, ist Gott auch nicht mehr da. Das ist ein falscher Gedanke. Gott ist immer da, Gott ist immer ganz nah. Denn das ist gerade die Schönheit des Evangeliums, dass Gott für mich da ist, bevor ich überhaupt glauben kann, bevor ich lieben und etwas leisten kann. Denn vor allem und zuallererst ist Gott für den Menschen da und nicht der Mensch für Gott. Gott ist unabhängig davon, ob der Mensch nur ein Glaubensheld ist oder ob er ein Glaubensschwächling ist oder ob er vielleicht sogar ganz die Fähigkeit verloren hat zu glauben. Allein aus Gnade schenkt Gott den Glauben. Und wenn man den Glauben nicht halten kann, ist Gottes Gnade nicht zu Ende. Sie bleibt, wenn alles andere verschwindet. Christlicher Glaube ist nicht das Extra eines gelungenen Lebens, sondern ist Gnade für den, der glauben möchte und nicht kann. Ist Trost für den, der Gott halten möchte und die nicht halten kann. Und ich hoffe, dass dies aus unserem heutigen Text herauskommt und uns erreicht und uns verändert. Lasst uns nun in unseren heutigen Text gehen, der uns, wie ich hoffe, diese Wahrheit aufzeigt. Und diesen Text finden wir in Johannes 5, in den Versen 1 bis 16. Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Und darin steht: Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, die 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden?
Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Gehalten: Mann, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortet ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sagt zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragt ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Gehalte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn in dem Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Unser Text beginnt mit einem Danach. Was geschah vorher? Schauen wir mal kurz in Kapitel 4, um den Kontext etwas präsent zu haben. Also nachdem Jesus in Jerusalem verließ er Judäa, also den Süden Israels, und ging in Richtung Galiläa, in den Norden, und musste durch Samaria ziehen, wie es in Johannes 4,4 steht. Aber normalerweise mieden die Juden Samaria, um nicht mit diesem Mischvolk in Kontakt zu kommen und kontaminiert zu werden, unrein zu werden. Denn die in Samaria lebenden Israeliten hatten Ausländer geheiratet und ihren götzendienerische Religion angenommen. Deswegen galten die Samariter im Allgemeinen als Halbblut und wurden aufgrund dessen von den Juden gemieden, ja sogar verachtet. Aber Jesus musste durch Samaria ziehen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus dort durchgehen musste, um diese Samariterin am Jakobsbrunnen zu treffen, wo sie und viele Samariter zum Glauben an Jesus, den Christus, kamen. Denn Gott möchte alle Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus retten. Jesus bleibt da 2 Tage in Samaria und von dort ging er weiter nach Galiläa und heilte dort einen Sohn eines königlichen Beamten und vollbrachte damit das 2. Wunder, nachdem das in der Hochzeit von Kana. Danach kehrt Jesus wieder zurück nach Jerusalem, also wieder in den Süden, weil dort ein Fest der Juden war. Und hier treten wir in unser heutiges Ereignis ein. Wir wissen nicht genau, um welches Fest es sich handelt. In vielen alten Manuskripten lesen wir das Fest der Juden. Und somit ist es möglich, dass es das Pascha-Fest war. Aber wir sind es nicht sicher. Und Jesus ging zuerst zu diesem Ort mit dem Namen Bethesda, was bedeutet Haus der Barmherzigkeit, wo eine große Menge von kranken Menschen sich befand. Die ältesten Manuskripte enthalten den 2. Teil des 3. Verses und den gesamten Vers 4 nicht. Also da, wo steht, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Aber die meisten Manuskripte, die wir noch haben, enthalten diese Worte. Und die Geschichte macht auch wenig Sinn, wenn nicht erklärt wird, warum diese kranken Menschen sich alle dort befanden. Dies deutet darauf hin, dass es später hinzugefügt wurde, um eine Interpretation, also um eine Erklärung für die geglaubten Heilkräfte dieses Ortes zu geben. Wie stellt ihr euch diesen Ort vor? War es ein schöner Ort? War es ein Kurort mit viel Grün überall, kompetentes Personal, das sich um jeden Einzelnen kümmert? War es so ein Ort? Ja oder nein? Heute machen wir ein bisschen Nackengymnastik. War es so ein schöner Ort? Ja? Also keine Kreisbewegung. Ja oder nein? Nein, genau. Nein, dieser Ort war, denke ich, auch nicht mal ein schöner Ort. Schon unsere modernen Krankenhäuser heutzutage, dem Herrn sei Dank, dass wir sie haben, sind aber eher deprimierende Orte, nicht wahr? Wenn man hineingeht, fühlt man quasi den Schmerz, der sich dort befindet. Und ich denke, dass dieser Ort genauso ein nicht so schöner Ort war. Es war ein Ort, wo man Leid sehen, wo man Leid hören und wo man Leid auch riechen konnte. Dennoch ging Jesus an diesem Ort, um sich dieser Person zu nahen und anzunehmen. Ich und du bist diese Person.
Bin ich bereit, mich an Orte zu begeben, die über meine Bequemlichkeit, über meine Komfortzone hinausgeht, um mich meinem Nächsten in seine Nöten zu nahen? Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus diesen Mann ausgewählt? Genau diesen Mann. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht lag es daran, dass er schon so lange gelitten hatte. 38 Jahre litt er an seiner Krankheit. Und Jesus hatte vielleicht besonders Mitleid mit ihm. Vielleicht sah Jesus auch Glauben in dieser Person. Aber für Jesus war es wichtig, eine Beziehung zu einer der vielen aufzubauen, wie er es oft tat. Und dabei sah Jesus niemals auf die Position des Menschen an, sondern er sah immer nur den Menschen an sich an. Er schaut immer auf das Herz. Er macht keinen Unterschied zwischen dem Obersten der Juden, wie Nikodemus es war. Er macht auch keinen Unterschied zwischen der Samariterin und dem königlichen Beamten oder diesem Kranken. Jesus macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Für Jesus waren alle gleich und es war ihm wichtig, eine Beziehung zu der Person aufzubauen. Für mich sind alle Menschen gleich. Jesus wendet sich manchmal an eine große Menschenmenge, manchmal an einer etwas kleineren Gruppe, aber oft an eine einzelne Person, die er besonders erreichen wollte, um dieser Person zu helfen, um dieser Person etwas zu lehren. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch denen, die um dieser Person herum waren. Jesus nähert sich, es war eine bewusste Entscheidung, diese Person muss meine Aufmerksamkeit bekommen. Und genau mit dieser Person tritt Jesus in Kontakt. Und das ist auch heute noch so. Jesus sucht eine persönliche und enge und intime Beziehung, auch mit dir und mir. Und ich suche eine freundschaftliche Beziehung mit meinem Nächsten, egal wer er ist. Und in Vers 6 stellt Jesus diese Frage: Willst du gesund werden? Und ich fragte mich, warum stellt Jesus diese Frage? Ist diese Frage nicht ein wenig unnötig, Herr Jesus? Beantwortet sich diese Frage nicht von selbst? Diese Person, die seit 38 Jahren krank war, wir wissen nicht, an welche Krankheit er hatte. Dieser Mensch befindet sich doch gerade dort im Haus der Barmherzigkeit, weil er doch gesund werden möchte. Er befindet sich nicht da, weil es so ein schöner Kurort ist, wie wir gesagt haben. Wir können doch davon ausgehen, dass er gesund werden möchte, nicht wahr? Du weißt doch, dass ich gesund werden möchte. Warum fragst du mich, Jesus? Vielleicht wollte Jesus ein Gespräch beginnen und diese Person sollte mit eigenen Worten ausdrücken, was ihr Problem ist, aussprechen, dass er Hilfe braucht, um gesund zu werden. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass wir Hilfe brauchen, machtlos und verloren sind, dann kann Jesus in uns wirken und in unser Leben kommen. Aber wenn wir meinen, wir können alles alleine machen oder nur aus unserer Kraft heraus oder nur mit weltlichen Systemen es schaffen, kann Jesus nicht wirklich Herr in unserem Leben werden und kann auch nicht wirken und kann uns auch nicht helfen und uns verändern. Gott kann natürlich alles, aber er möchte es gerne gemeinsam mit uns tun. Wenn wir stolz sind, kann Jesus nicht unser Herr werden, weil er sich niemanden aufdrängt. Wir müssen demütig anerkennen, dass wir Hilfe brauchen. Und er kann uns dort helfen, wo wir es am meisten benötigen, nämlich in unserer Beziehung mit Gott. Er kann und wird uns Heilung schenken, besonders geistige Heilung, aber auch körperliche und seelische Heilung, wenn und wann er es für angebracht hält. Willst du gesund werden? Das ist die Frage, die Jesus auch heute noch stellt. Willst du gesund werden? Vor allem geistige Gesundheit, denn ohne Jesus Christus sind wir geistlich tot. Also das ist der schlimmste Zustand unserer menschlichen Existenz, nicht wahr? Getrennt von Gott, die schlimmste Krankheit. Und in Epheser 2, in den Versen 1, 4 und 5 steht, auch euch, also auch uns, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Also wenn Gott uns vom Leben zum Tod führen kann, kann und will er auch uns in den anderen Dingen helfen. Willst du gesund werden?
Diese Frage stellt Jesus noch heute und jetzt. Und du kannst diese Frage dir auch selber stellen. Möchte ich gesund werden? Möchte ich vom Tod ins Leben übergehen durch Jesus Christus? Und normalerweise müsste sich diese Frage von selbst beantworten. Mit Tod ist hier nicht der leibliche Tod gemeint, denn wir alle müssen sterben. Dieser Körper wird irgendwann nicht mehr sein. Wir werden einen neuen Körper erhalten. Und mit dem Leben ist nicht der physische Leben gemeint, denn wir alle hier sind noch physisch lebendig. Unsere Organtätigkeiten und unser Bewusstsein funktionieren noch. Mit Tod ist der geistige Tod gemeint. Und Leben auch, das geistige Leben. Geistig lebendig bedeutet mit Gott zusammen sein. Und geistig tot bedeutet getrennt von Gott zu sein. Und diese Trennung mit Gott, also geistig tot zu sein, kann nur durch den Glauben an Jesus Christus aufgehoben werden. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und diese wunderbare Wahrheit, geistig lebendig zu sein durch Jesus, sollte uns auch in den körperlichen und seelischen Leid die nötige Kraft geben, die nötige Freude und den nötigen Frieden tief in unserem Herzen geben. Wir sollten das Evangelium niemals aus den Augen verlieren und dem Evangelium immer mehr Wert in unserem Leben geben. Wir sind reich in Christus, wir sind gesund in Christus, wir haben alles in Christus. Nur oft versucht der Widersacher mit seinen Lügen diese wunderbare Wahrheit nichtig zu machen. Lassen wir es nicht zu, schauen wir auf Jesus, denn du bist kostbar für ihn. Willst du gesund werden? Diese Frage können und sollen wir auch den Mitmenschen stellen, wie wir heute schon gehört haben. Willst du gesund werden? Und wie beantwortet der Mann in unserem Text diese Frage, Vers 17? Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Moment mal, ist das eine Antwort auf Jesus' Frage? Ja oder nein? Ja oder nein? Ich wollte keinen Sport machen heute. Also nein, das ist nicht wirklich eine Antwort auf die Frage Jesu. Aber was können wir von dieser Antwort ableiten? Der Mann verrät etwas über sich selbst. Er erzählt uns, wie sein Leben bisher verlaufen ist. Einsamkeit, Leid, das Zu-Kurz-Kommen, eine wirklich frustrierende Erfahrung. Er verließ sich nur auf Menschen, auf ein Ritual, auf eine Religion, ein Aberglaube, auf eine letzte Rettung, auf ein System von Menschen gemacht. Er dachte, es gäbe nur Hilfe, wenn er zur richtigen Zeit in den Teich steigt oder wenn eine Person ihm zur richtigen Zeit hilft. Die Antwort des Kranken lautet fast so: Warum wirst du nicht diese Person, die mir nach meinen Vorstellungen hilft? Der Kranke hat Jesus sein Problem und seine einzige geglaubte Lösung erklärt und nun schaut er ihn erwartungsvoll an. Aber was macht Jesus? Geht er auf die Bitte des Mannes ein? Vers 8. Ja? Oder nein? Nein. Jesus erfüllt die Erwartung des Mannes nicht, so wie er wollte. Denn Jesus weiß am besten, was wir brauchen. Er sieht hinter dem, was präsentiert wurde, hinter dem, was an der Oberfläche ist. Er sieht das wirkliche Problem. Bei diesem Mann ist es vermutlich die Trennung von Gott aufgrund seiner Sünde. Und dies werden wir aber gleich noch etwas genauer betrachten. Jesus erkennt, was diese Person wirklich braucht. Er muss sich von seinen alten Gedankengängen, diesem System, seiner Abhängigkeit von diesem System und Menschen, von einer geglaubten weltlichen Sicherheit, von seinem geglaubten Unvermögen, ja vielleicht sogar von seinem Selbstmitleid und Resignation lösen und Jesus anfangen zu vertrauen, ihm zuzuhören und das umzusetzen, was Jesus ihm sagt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erkenne mich in dieser Person sehr gut wieder. Ich bin dieser Mensch. Jesus weiß auch, was bei uns hinter dem Problem steckt. Darum sollten wir in Stille hören, was er uns sagt und in Geduld und Vertrauen auf seine Anweisungen warten und dann aber auch im Glauben durchführen, was er uns sagt. Und was sagt Jesus zu dem Mann, zu diesem Mann und zu mir und zu dir?
Vers 8, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Mit anderen Worten sagt Jesus zu ihm, befreie dich von deiner Abhängigkeit und deinem geglaubten Unvermögen. Du kannst es schaffen, denn ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Vertraue mir. Steh auf und geh, denn ich bin bei dir. Und wie hätten der Kranke oder wir an seiner Stelle reagieren können? Und aus menschlicher Sicht hätte er oder auch wir irgendwie auch Gründe gehabt, nicht wahr, auf die Anforderung Jesu nicht zu reagieren. Vielleicht so. So funktioniert das nicht, lieber Freund. Willst du mir nicht helfen? Hast du mir nicht zugehört, was mein Problem ist? Hast du nicht verstanden, dass die einzige Lösung meines Problems ist, dass ich in diesen Teich zur rechten Zeit kommen muss? Aber ich habe niemanden, der mir hilft. Ich bin alleine und ich schaffe das nicht alleine. Ich habe Angst. Ich wurde mein ganzes Leben enttäuscht. Das Muster meines Lebens wiederholt sich. So kann es nicht funktionieren. Ich will nicht, ich kann nicht. Keiner versteht mich. Ich bin alleine. Alleine sein ist nicht schön. Keinen zu haben, der einen hilft. Keinen zu haben, dem einen zuhört. Keinen zu haben, der versucht, einen zu verstehen. Aber Jesus ist da. Jesus hilft. Er hört zu, er versteht. Und ich mache auch den Unterschied. Gehe ich zu dem, der alleine ist? Helfe ich dem, der alleine ist? Versuche ich, ihn zu verstehen? Höre ich ihm zu? Wirklich höre ich ihm zu? Oder habe ich schon meine Antworten in meinem Kopf? Was geschah in Vers 9? Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und begann zu gehen. Ein Wunder. Dieser Mann vertraute und glaubte dem, was Jesus ihm sagte, Wort für Wort, und machte es Schritt für Schritt. Ihm gelang, was vielen nicht gelingt, nämlich aufzuhören, sich auf ein System und sein Problem und seine Unfähigkeit, es zu lösen, zu fixieren, und fing an, auf Jesus zu schauen. Jedes seiner Worte zu glauben und zu vertrauen und es dann in seinem Leben ganz konkret umzusetzen, Wort für Wort. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und was macht der Mann? Und sogleich wurde er gesund, er nahm sein Bett auf und ging umher. Das ist es, was wir auch tun müssen. Das ist, was du tun musst. Das ist, was ich auch tun muss. Glauben, dass Jesus alles am Kreuz für mich vollbracht hat und ihm weiter im Glauben nachfolgen und im Vertrauen wachsen. Weil wir sicher sein können, dass Jesus es gut mit uns meint. Dass Jesus uns alles gibt, was wir wirklich brauchen und uns in gerechter Weise hilft und an der Wurzel des Problems arbeitet. Auch wenn es manchmal wehtut und unmöglich oder gar irgendwie falsch erscheint. Aber Jesus meint es gut mit uns. Er möchte uns aufhelfen. Er möchte nicht, dass wir am Boden liegen bleiben. Steh auf. Wenn du jetzt am Boden liegst, Jesus sagt, steh auf. Ich bin bei dir. Der Kranke übergibt sich voll und ganz Jesus und das hilft ihm wieder, auf die Beine zu kommen. Bin ich bereit, Gott ganz zu vertrauen? Wirklich ganz? Dies ist die von Gott gegebene Gelegenheit, Gottes Gnade, Gottes Freude, Gottes Liebe, Gottes Frieden. Freude und Friede von Gott. Ist das nicht, was wir alle haben wollen? Friede und Freude? Und der Herr sagt es uns in Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Aber was meint ihr? Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes werden, werden wir nie wieder Probleme haben? Immer Gesundheit, immer Frieden, immer Freude, immer alles super? Glaubt ihr, dass von da an alles in Ordnung sein wird? Ja oder nein? Nein, schon besser jetzt. Habt ihr euch aufgewärmt? Was geschieht mit dem geheilten Mann in den Versen 10, 11, 12 und 13? Diskussionen, Konfrontationen, Konflikte, Verurteilen, Kritik beginnen. Die geheilte Person kommt sofort in den Konflikt mit seinen Mitmenschen, mit seiner Obrigkeit. Er hätte zu Tode gesteinigt werden können, denn das Betttragen war für einen Juden am Sabbat verboten. Und so können auch wir in Konflikt mit unserer Familie geraten,
mit uns selbst, unserer alten Lebensweise, unserer Denkweise, unseren Freunden, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Nachbarn. Das bedeutet nicht, dass wir als Kinder Gottes keine Probleme mehr haben werden. Aber was sich ändert, ist, dass wir nicht mehr alleine sind bei der Überwindung dieser Probleme. Und das gibt uns, kann oder sollte uns Frieden und Freude geben, auch mitten im Problem selber. Das ist der Unterschied. Jesus ist mit mir. Und da kommt mir ein Beispiel in den Sinn. Die Mama hat erklärt, wo sie letztens MRT machen muss und sie hatte Angst, in diesen kleinen Räumen zu sein. Und früher war das für sie ganz, ganz schlimm. Hat sie wirklich Angst gehabt, viele, viele Wochen vorher. Aber dann hat sie gesagt, ich habe mich hingelegt und ich wusste, ich bin nicht alleine. Jesus ist mit mir. Jesus ist mit uns. Und das sehen wir in Vers 14. Jesus ist da. Er sucht und findet uns immer. Er verliert uns nicht aus den Augen, denn er wendet sich nicht von uns ab, wie wir vielleicht denken, wenn wir ihn nicht mehr sehen oder wenn wir ihn nicht mehr hören. Wenn wir uns alleine, hilflos, kraftlos und verzweifelt fühlen. Er sieht uns und hört uns die ganze Zeit. Und er weiß ganz genau, wo wir uns befinden und was in uns vorgeht. Denn er ist hier, bei uns. Er ist in uns. Das ist der Unterschied, wenn wir Kinder Gottes sind. Er kümmert sich auch um die anderen. Er ist auch den anderen nahen durch die allgemeine Gnade. Aber nur durch Jesus Christus können wir eine intime und persönliche Beziehung zu Gott haben. Wie mit einem Freund, der niemals einen im Stich lässt. Egal, was wir angestellt haben, egal, in was für einer Situation wir uns befinden, er ist da. Jesus ist da. Er ist hier. Dem Herrn sei Dank. Und die Tatsache, dass der geheilte Mann im Tempel sich befindet, Vers 14, könnte genau das bedeuten. Nämlich, er war da, um Gott zu danken. Jetzt kann dieser Mensch in den Tempel gehen, in die Gegenwart Gottes, um Gott für seine Heilung zu danken. Sein theologisches Verständnis war natürlich noch nicht so weit, dass er vollständig begriffen hatte, dass er bereits Gott begegnet ist, dass er bereits in seiner Gegenwart war. Er war noch von seiner kulturellen und religiösen Denkweise beeinflusst, aber es ist auch noch ein wenig früh. Er hat ja gerade erst den Herrn Jesus ist er begegnet. Er ist ja noch ein Baby im Glauben. Sein ganzes Leben war dieser Mann außerhalb des Tempels. In jeder Zeit war es der Ort, wo die Menschen die Gegenwart Gottes suchten. Er war fern von Gott und er war 38 Jahre lang war er krank. Aber als er Jesus begegnete, als er Gott begegnete und an ihn glaubte, wurde er gesund und kann Gott jetzt danken. Es drängt ihn sofort in den Tempel. Sofort sucht er die Nähe Gottes und ihm zu danken und zu loben. Nun hatte er eine Beziehung mit Gott, dem allmächtigen Gott. Nun war er nie wieder alleine. Und das ist der Unterschied, wenn wir Kinder Gottes werden. Nie wieder alleine. Nie wieder. Und auch wir sollten Gott immer dankbar sein, denn in Christus hat er uns vom Tod ins Leben geführt. In Christus hat Gott uns alles gegeben. In Christus hat er uns gesund gemacht. In Christus hat Gott die Lösung bereitgestellt, vom Leben in den Tod gehen zu können. Für den, der an Jesus, seinen Sohn, glaubt. Denn tot sein, geistig tot, also getrennt von Gott, unserem Schöpfer, zu sein, das ewig und immer wieder sterben, das ist doch das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Die schmerzhafteste Krankheit, die niemals endet. Oder gibt es was Schlimmeres für uns Menschen? Ja oder nein? Und hier kann ich euch nicht vorgeben, da müsst ihr selber entscheiden, ob es was Schlimmeres für euch gibt. Was ist schlimmer, als getrennt von Gott zu sein? Dieser Mann lernt sich nicht mehr von Traditionen, Gewohnheiten, Religiosität leiten und einschränken zu lassen, davon, was man am Sabbat tun kann oder was man nicht am Sabbat tun kann, sondern er lernt sich davon leiten zu lassen, was Gott ihm sagt und von ihm erwartet. Den Juden war es nicht erlaubt, am Sabbat zu arbeiten, dennoch zögert er nicht, Jesus zu gehorchen, aufzustehen und sein Bett zu tragen, koste es, was es wolle. Die Juden hielten mehr religiöse Gebote ein, als Barmherzigkeit zu zeigen. Bin ich religiös oder praktiziere ich bereits die wahre Liebe Gottes? Bin ich barmherzig?
Und Jesus selbst hat den Sabbat nicht gebrochen, wie die Juden behaupten. An diesem Tag verbot das Gesetz die gewöhnliche Arbeit und nicht die notwendige und wohltätige Arbeit. Für Gott ist es wichtig, die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich zu bringen. Und er kann seine Liebe und seine Gnade nicht für einen Tag der Woche auslassen. Er kann sie noch nicht mal für eine Sekunde auslassen. Er möchte nicht, dass irgendeiner seiner Geschöpfe, er möchte nicht, dass du, irgendeiner von uns hier von ihm getrennt bleibt oder einen weiteren Tag leiden muss, wenn diese Person es akzeptieren möchte. Möchtest du es akzeptieren? Es ist wahrscheinlich, dass diese Krankheit des Mannes ihren Ursprung in der Sünde hat. Das mag der Grund sein, warum Jesus zu ihm sagt, sündige nicht mehr. Dies gilt jedoch nicht für alle Krankheiten. Sehr oft hat die Krankheit nichts direkt mit der Sünde zu tun. Aber hier betont Jesus es spezifisch, macht den Menschen darauf aufmerksam, dass er nicht mehr sündigen soll, sonst würde ihm Schlimmeres widerfahren. Natürlich sollen wir alle nicht mehr sündigen, denn das entfernt uns von Gott. Sünde, also der Ungehorsam gegenüber Gott, nicht das machen, was Gott will, hält uns fern, mit Gott zusammen zu sein. Sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfahre. Wenn ein Mensch Gottes Gnade, also Gottes Vergebung, nicht annehmen will und es vorzieht, zu seinem alten Leben zurückzukehren oder darin zu bleiben und lieber fern von Gott sein möchte, also was ich machen möchte, nicht was Gott will, verurteilt sich selbst zur Trennung von Gott, geistig tot zu bleiben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wenn er in diesem Zustand bis an sein Lebensende bleibt, dann ist er verurteilt zur ewigen Trennung von Gott, zum ewigen Tod, den zweiten Tod, wie die Bibel ihn nennt, zu ewigem Leid in der Hölle, das nicht mehr endet und nie wieder verändert werden kann. Das ist das Schlimmere. Das ist das Schlimmste, was diesem Menschen und dem Menschen im Allgemeinen widerfahren kann. Gottes Gnade ist bis zum Schluss gültig. Seine Gnade ist für alles und alle gültig. Aber ich muss entscheiden, wenn ich noch am Leben bin, in diesem Körper, in dieser Welt, ob ich diese Gnade annehmen möchte oder nicht. Und das hat Einfluss auf die Ewigkeit, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Mit Gott oder ohne Gott. Und es ist besser, wenn wir es heute entscheiden, bevor es morgen zu spät sein kann. Vielleicht kann ich morgen diese Entscheidung nicht mehr treffen. Vielleicht kann ich sie gleich nicht mehr treffen. Denn wer von uns weiß, was gleich geschehen wird? Keiner von uns weiß, was gleich sein wird. Aber diese Entscheidung ist auch nicht nur wichtig für die Ewigkeit, sondern sie ist jetzt auch schon für heute und jetzt wichtig. Denn einen Tag weniger, den ich mit Christus verbringe, ist ein Tag mehr, den ich nicht in Gottes wunderbare Gegenwart mich befinde. Und als Jesus den Mann wiederfindet, oder besser, als er sich ihm wieder zeigt, in Vers 14, ging der Mann zu den Juden und er verkündigt ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat. Vielleicht wollte er Jesus die Ehre geben, weil er erkannt hatte, dass Jesus der Messias war. Aber die Juden versuchten, Jesus zu töten. Sie zeigten weder Barmherzigkeit, sie zeigten weder Gnade noch Freude für die Heilung dieses Mannes. Und vor allem freuten sie sich nicht, dass der Messias in die Welt gekommen war. Durch ihre extreme Religiosität, die in ihrem Traditionalismus verwurzelt war, waren sie blind geworden, um Jesus als den Messias, den Erlöser, zu erkennen, die Schrift schon vorher gesagt hatte. In ihrem Stolz erkennen sie den Erlöser nicht, den sie doch so lange erwartet haben. Und dies geschieht auch heute noch. Erkennst du Jesus als deinen Erlöser? Ich denke, wir können einiges aus diesem Ereignis lernen. Und ich liste nur ein paar zentrale Dinge zum Abschluss auf, die, wie ich hoffe, uns helfen und uns verändern können. Denn darauf kommt es an, ja, dass diese Worte uns verändern, nicht nur im Kopf bleiben oder wir vergessen. Wir sollten zu Menschen gehen und auf Menschen zugehen, um ihnen zu helfen, auch wenn es unbequem ist. Mehr zuhören, anstatt unüberlegte und fromme Ratschläge geben, die öfters mehr Leid bringen als gut tun. Denn jede Person ist anders und durchlebt Ereignisse anders als wir. Wir können unser Verhalten auf gewisse Dinge nicht auf andere ableiten.
ich mache das so, ich habe das so gemacht, ich reagiere so, darum musst du auch so machen, damit es dir besser geht. Nein, so funktioniert das nicht. Versuchen wir uns in die andere Person einzufühlen, einzudenken, was sie durchmacht. Wir müssen auch nicht auf alles eine Antwort haben, aber wenn der Herr uns Frieden gibt, können und sollten wir Ratschläge in Liebe geben. Wir sollten den Menschen um uns herum die großen Dinge verkündigen, die Jesus in uns getan hat. Er hat uns lebendig gemacht, er hat uns gesund gemacht und er verändert uns tagtäglich zum Besseren. Das hilft den anderen und das hilft auch uns. Weg von uns, hin zu Jesus. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass wir Gläubige nicht unsere Geschwister im Herrn aus den Augen verlieren. Manchmal kann es geschehen, dass wir in unserem Glaubensleben uns so sehr auf die Menschen um uns herum konzentrieren, die den Herrn noch nicht kennen und was gut ist. Aber wir dürfen dabei auch nicht unsere Geschwister im Herrn vergessen. Auch sie haben Hilfe, Unterstützung und Versorgung nötig. Auch die den Herrn schon Jahrzehnte kennen und geistig stark und gesund scheinen, können Phasen der Schwäche und Verwundbarkeit haben. Und wenn wir das nicht erkennen, dann vernachlässigen wir die Verantwortung gegenüber dem Körper Christi. Der Herr gibt uns ein schönes Vorbild in Hesekiel 34, 15 und 16b. Da sagt der Herr, ich will meine Schafe weiden. Also hier redet er über seine Herde, Gläubige. Und ich will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen. Hier spricht er von Gläubigen. Das Versprengte zurückführen. Er spricht von Gläubigen. Und das Verwundete will ich verbinden. Immer noch Gläubige. Und das Kranke will ich stärken. Auch ein Gläubiger kann krank werden. Auch wir sollten uns so umeinander kümmern. Nicht religiös sein und Dinge tun, weil wir denken, dass wir es müssen oder um Menschen zu gefallen oder weil wir denken, dass sie das von uns erwarten, sondern das tun, was Gott von uns erwartet. Und das Evangelium freudig von ganzem Herzen leben. Denn das ist es letztendlich, was Jesus von uns möchte. Dass wir gehorchen und fröhlich sind und Frieden haben, auch in dunklen Phasen unseres Lebens, weil wir eine wunderbare Hoffnung in Christus haben. Wir sollten Gott danken, immer und für alles, durch Christus. Denn auch wenn wir uns in einer Phase befinden, wo alles grau scheint, Gott ist da, Gott ist bei uns. Er ist bereit, uns aufzuhelfen. Nehmen wir seine Hilfe an. Wir sollten versuchen, wie der Mann hier auf Jesus zu schauen und ihm immer mehr vertrauen. Und nicht auf weltliche Systeme oder nur auf uns oder nur auf Menschen unser Vertrauen setzen. Immer mehr auf Jesus hören. Und nicht auf unsere alten Denkmuster, die oft nicht funktionieren, die uns nur nach unten ziehen wollen sehr oft. Nicht auf die Lügen hören, die in unserem Kopf sind, dass wir nichts können, nicht genug machen, nichts verdient haben oder Besseres verdient haben, uns selbst bemitleiden, resignieren oder andere Dinge, die uns an das Bett fesseln. Und uns Kraft und Freude nehmen wollen. Wenn wir eine professionelle Hilfe benötigen, sollten wir sie nutzen. Und vor allem sollten wir immer mehr auf Jesus schauen und ihm zuhören und vertrauen. Und dann auch das machen, was er uns sagt. Das ist ganz wichtig. Machen, was er uns sagt. Denn sonst verändert sich nichts in uns. Daran arbeiten, natürlich auch mit Hilfe von außen, das in unserem Leben umsetzen, was Jesus uns sagt. Auch wenn es am Anfang vielleicht uns sehr schwer fällt, weil wir keine Kraft haben, wir sind mutlos und wir fühlen uns alleine. Aber der Herr ist mit uns. Wir müssen auf Jesus schauen und uns ihm voll und ganz hingeben. Und das hilft uns wieder, wie diesem Mann hier, auf die Beine zu kommen. Manchmal ist es wirklich ein Kraftakt, den wir machen müssen. Und sehr, sehr schwer. Aber Jesus ist bei uns. Wir sind nicht alleine. Er hilft uns und er trägt mit. Wir sind nicht alleine. Alleine, vergesst das nicht. An die Worte und Verheißung Gottes glauben, denn sie gelten auch noch heute für uns im Hier und Jetzt. Denn das Wort Gottes sollte keine zeitliche oder örtliche Distanz zu uns haben, als ob es nichts mehr mit uns zu tun hat, als ob es nicht mehr für uns gilt. Nein, die Worte und Verheißung Gottes gelten auch heute noch uns. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus erfüllt nicht immer unsere Erwartungen, denn er weiß am besten, was wir wirklich brauchen. Wir sollten Geduld und Vertrauen lernen und auf die Führung durch Jesus warten. Denn er sieht und weiß, was wir wirklich brauchen und das, was unser Problem ist. Stehen wir auf und nehmen unser Bett, was jedem bei uns etwas anderes sein kann. Angst, Selbstmitleid, Arbeitslosigkeit, Überfordertsein, eine Krankheit, Verlust, Faulheit, Religiosität, Traditionalismus
oder andere Dinge, die uns an das Bett fesseln wollen und uns Frieden und Freude nehmen wollen, die Jesus uns gibt, die Jesus uns geben möchte. Hören wir auf Jesus, was er uns sagt, und gehorchen ihm. Stehen wir auf und gehen mit Jesus durch unser Leben mit einem dankbaren Herzen, denn er hat uns gesund gemacht. Amen. Allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter.